ist noch früh am Morgen, die Woche beginnt mit einem Zwiebelsalat, beziehungsweise Zwiebeln, Tomaten und Gurken. Ich mache ein bisschen Essig und Öl dran und ja, das gibt's jetzt. So, und jetzt gegen Mittag gibt es einen Smoothie. Und zum Abend gibt es noch eine Portion Bananeneis mit gekeimten Buchweizen. Und jetzt gibt es einen Smoothie. Ich mache heute mal ein paar Kokosflocken drauf und wir sehen, ob man da einen Unterschied schmeckt. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, aber das sind Möhren und davon habe ich jetzt ein Kilo gegessen. Und zum Abendbrot gibt es zwei Orangen und die Reste von Hannas Salat, die sie eigentlich machen wollte für den Potluck. Das sind einfach nur geriebene Möhren und ein paar Salatblätter. Das heißt, an Möhren habe ich bestimmt, also das wird wahrscheinlich nochmal ein Kilo sein, 2 Kilo Möhren gegessen und eben noch 2 Orangen. So, wir sind jetzt quasi unterwegs und gerade wieder erlauben, Regenschauer, 16 Kilometer. Und da bin ich für ein Bio-Walnussbrötchen und für sich vegans Bällchen entschieden. Und das ist quasi vom Preis her mein Tagesbudget. Also mal sehen. Ich habe aber noch einiges im Garten und naja, ich schlage jetzt einfach mal zu. So, jetzt sind wir schon 12 Kilometer um. Und jetzt habe ich wieder ein paar Möhren mehr zu eigen gemacht. Und ja, das ist doch mein letztes Wegfood oder wie man das bezeichnen sollte, bevor ich dann zu Hause wieder ankomme. Ja, ich werde nun das erste Mal über 17 Kilometer laufen und ja, ich habe also gestern und heute bestimmt 2-3 Kilo Möhren gegessen und eben beim Vegans diese Bällchen mit Brötchen, aber das war eine gute Wegnahrung, weil 17 Kilometer, das ist mein persönlicher Rekord, gerade jetzt auch nach dem Muskelbündelriss, was die Strecke angeht zu laufen. Und ja, wenn ihr mich verfolgen wollt, bei Strava, da poste ich sozusagen jeden Tag, wo ich genau langlaufe, wie viele Kilometer ich laufe. Also mein GPS lade ich hoch. Das nochmal so als Nebeninfo. So, morgen habe ich ja meine Kiefer-OP. Da kann ich früh nichts essen und nichts trinken, weil ich Vollnarkose bekomme. Und entsprechend ja, werde ich heute jetzt zum Abend meinen Smoothie für morgen trinken. Ja, heute hatte ich ja meine Zahn-OP und da tue ich jetzt den ganzen Tag noch nur Gemüsesuppe trinken. Heute den ganzen Tag. Wenn sich da was dran ändern sollte, dann würde ich das noch aufnehmen. So, also es ist nicht bei der Gemüsesuppe geblieben. Ich esse jetzt so 1 Kilo Apfelmus und werden wir sehen, ich werde es ganz vorsichtig essen. Wie gesagt, auf der einen Seite sind aber die Fäden drin und frisch operiert. Und man hat mir gesagt, ich kann nur das essen, wo ich durchgucken kann. Aber durch den Apfelmus kann man auch durchgucken. Zumindest, wenn man so weitsichtig veranlagt ist wie ich. So, ich riskiere es einfach mal. Ich werde jetzt hier früh einen Smoothie trinken. Ich werde eine richtig schön lange Smoothie, dass da wirklich keine Stücke mehr drin sind. Und ja, dafür bin ich glücklich, dass ich diesen Harex-Gum-Mixer hier habe, wo das ja wirklich ganz, ganz fein geht. Also so fein, wie es halt mit eigentlich keinem anderen Mixer geht, auch zumindest in der Zeit. Und da werde ich jetzt riskieren, trotz dessen, dass ich eigentlich nur 3 Tage durchsichtige Nahrung zu mir nehmen soll, jetzt einen Smoothie zu trinken, weil ich brauche einfach die Energie. So, ich habe jetzt hier Apfelmus sozusagen verzehrt. Das ist so fertiger Apfelmus aus Apfel und Apfelkonzentrat ohne zugesetzten Zucker. Und ist natürlich keine Rohkostqualität, aber der Zahn dankt für sehr, sehr schmackhaftes und relativ gesundes. So, zum Abend hat es mich einfach mal gerappelt. Ich habe hier sehr viele Pilze vom Foodsharing bekommen. Das heißt, das sind bestimmt so 1,5 Kilo Pilze gewesen. Dazu 2 Kartoffeln reingemacht, schön weich gekocht. Hoffe, dass es meine Zähne verkraften. Ich werde das jetzt abkühlen lassen, damit es nicht zu heiß ist, wegen den Nähten und so weiter. Also werde das dann schön lauwarm essen. Ein bisschen Gewürz mit Tandoori-Gewürz und ein bisschen Salz. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Hoffentlich. Und jetzt gibt es einen ganz normalen Eisbergsalat. Das ist ein Eisbergkopf und ja, ganz einfach angemacht mit Essigöl, Salz, Pfeffer. So, jetzt gibt es wieder 800 Gramm Apfelmus. Leider schwillt meine Backe immer noch ein bisschen weiter. Habe wahrscheinlich nicht lange genug gekühlt. Ja, und hier mit diesem Apfelmus komme ich eigentlich gut klar. Das ist ja, einfach nur Apfelmus, also Apfelzutaten und das war's. Und Apfelkonzentrat und ja. Und das gibt es bei mir jetzt standardmäßig wahrscheinlich erstmal in den nächsten Tagen. Und jetzt gibt es zum Stacken noch eine Handvoll Sprossen. So, und jetzt gibt es noch einen Smoothie. Diesmal habe ich ja Himbeeren bekommen, die über, also die sehr billig waren.
und ja, mit Grünkohl und Bananen. Und das wird wahrscheinlich heute dann das Letzte sein, was ich heute esse. Seit der Zahn-OP habe ich echt relativ wenig gegessen. Aber naja, es tut halt ein bisschen weh und naja, ist halt wie es ist. So. So, jetzt habe ich mich richtig satt essen an Bananen. Keine Ahnung wie viele. Bin auch wegen meinem Zahn. Vielleicht so 6, 7, 8. Mal sehen. So, jetzt gibt es hier Pflaumen. Omas. Esse ich mich jetzt satt. Und noch Brombeeren.